Und so sieht das dann aus, wenn ein echt geiler Tag ein echt beschissenes Ende nimmt. Oh Mann! Ganz herzlich willkommen zu meinem Video. Heute ist der 1.1. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht, aber das habe ich ja schon in dem anderen Video erwähnt. Ja, ich bin auf dem Weg zum Coast Trail, diesmal ganz alleine, aber ich habe die 360-Grad-Kamera dabei, die Insta360. Das jetzt aber noch nicht mit der, das ist jetzt einfach nur mit dem Handy kurz das Intro. Auf jeden Fall denke ich, dass ich euch ganz gut mitnehmen kann und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Panoramaschwenk. Heute ist es so ein bisschen diesig. Also keine ganz so klare Sicht. Oh, warte mal. Aber sieht trotzdem ziemlich cool aus, finde ich. Ja, wie ihr seht, fährt sich gerade mit dem E-Bike den Altissimo rauf. Und es fühlt sich irgendwie so ein bisschen falsch an für mich. Weil ich liebe es, normal zu fahren, zu schwitzen, mich zu quälen. Auch diese Langsamkeit. Ich liebe es einfach. Aber ich bin diesmal mit meinen beiden Männern hier. Und natürlich möchte ich auch möglichst viel Zeit mit denen verbringen. Und so ist es für mich einfach die perfekte Möglichkeit, beides zu haben. Ich kann jetzt eine Runde Coast Trail fahren. Innerhalb von 2 Stunden bin ich oben und wieder unten, ohne mich stressen zu müssen. Und sonst schaffe ich das einfach in der Zeit nicht. Und von dem her bietet mir das jetzt so viele Möglichkeiten. Und ich denke, dass es einfach einigen von euch so geht. Und ich finde, man muss sich dafür auch nicht schämen. Man kann ja einfach beides rausholen. Wir haben einige negative Kommentare erhalten, dass wir jetzt auch E-Biken. Ich verstehe das voll. Ich selber stehe wirklich überhaupt nicht drauf. Aber trotzdem muss ich zugeben, dass sich viele Vorteile daraus ergeben. Eben auch zum Beispiel die Feierabendrunden. Bevor ich ein Kind hatte, habe ich jeden Tag eine gemacht. Und ich liebe das. Und klar, ich kann jetzt nicht arbeiten, komme um 5 nach Hause, bin dann nochmal 2 Stunden weg. Mindestens, dann ist der Kleine ja immer schon im Bett und so kann ich halt mit dem E-Bike über den Gipfel zurückschießen und bin aber trotzdem viel schneller wieder zurück. Und das ist auch wirklich eine Freiheit für mich, die es wert ist, E-Bike zu fahren. Absolut. Und runter muss ich sagen, ich fahre sonst ja fast nur Hardtail und das auch wirklich mit Überzeugung und gerne. Aber habe ich gemerkt, fährt sich dieses Fully, das Conway habe ich ja, sogar leichter als ich mein Hardtail, muss ich gestehen. In ganz technischen Passagen, klar, ist es halt schwer. Vom Gewicht her, das merkt man. Aber sonst bügelt das alles weg. Das ist unglaublich. Also echt, echt krass. Sehr, sehr cool. Und jetzt bin ich übrigens alles im Boost-Modus hochgefahren. Von Torbule aus bis hier rauf zum Einstieg vom Coast Trail. Das sind ja ca. 1100 Höhenmeter. Und im Moment habe ich noch 2 Strichchen und ich bin jetzt auch direkt bei der Einfahrt. Also das ist echt geil. Der Akku hat 500 Wattstunden und ich hätte nicht gedacht, dass es sich so leicht ausgeht, wenn ich ehrlich bin. Hier ist der Einstieg und ihr seht, alles Boost-Modus gewesen. Hier steht es auch drauf, Boost und eben noch 2 Strichchen. Ja. Dann würde ich sagen, geht's auch direkt los. Ich freue mich, auch wenn ich echt ein bisschen Respekt habe, weil der Coast Trail ist zwar mein absoluter Liebling, aber er ist gar nicht so leicht. Und ganz alleine ist schon so ein bisschen... Ich bin ihn zwar schon öfter alleine gefahren, aber halt nie in so einer krassen Nebensaison. Und ich denke, dass ich heute vielleicht sogar die Einzige bin, die ihn gefahren sein wird. Und ich bin mir recht sicher, dass nach mir heute keiner mehr runterfährt, weil jetzt ist es schon kurz nach 3, 20 nach 3, ja. Naja, ich beeile mich jetzt mal, nicht, dass es mir noch dämmerig wird. All my thoughts and whirling motion, you were there to take it all.
traue ich mich mit dem Hardtail immer kaum fahren. Und mit diesem E-Bike hier geht es für mich wirklich sau gut. Echt Wahnsinn, ich hätte es niemals erwartet. Schon Hammer. Übrigens, da seht ihr übrigens die Insta 360, mit der ist halt saugeil alleine, weil man trotzdem einen Fahrer aufs Bild bringen kann. Der Akku ist aber fast leer, ich hoffe, ich schaffe es noch bis runter. Auf jeden Fall, hier mitten im Trail sind leider so ein bisschen Arbeiten. Also da sind einfach die ganzen Äste reingeräumt und die Bäume markiert, die noch gefällt werden sollen. Und dementsprechend, das sind nur so 50 Höhenmeter, aber die sind jetzt absolut unfahrbar. Und die muss ich jetzt runterschieben. And keep it when I fall. Yeah, when I fall.
take it all. You poured it out into the ocean, 'cause you can't keep it when I fall. Yeah, when I fall. Man glaubt es kaum, aber im Trail habe ich tatsächlich niemanden getroffen, doch direkt danach, also auf so einem Abschnitt, wo danach nochmal ein Stück Trail ist. Und der hatte natürlich nichts dabei, aber einen Platten. Deswegen habe ich mal brav ausgeholfen, so wie sich das halt unter Bikern gehört. Den Rest sind wir dann zusammen runtergefahren. Gut unten angekommen, den ihr jetzt noch zum Schluss auf dem Video gesehen habt, dem habe ich gerade geholfen, weil er hat da einen Platten und natürlich nichts dabei, wie so oft. Aber man hilft sich ja als Biker. Wie ihr mitbekommen habt, sind wir schon wieder am Gardasee und nicht nur gecoastet wird, sondern auch ein bisschen rumspaziert. Hier haben wir einen richtig coolen Ausblicksplattform, Ausguck gefunden über Torberitz. Ist eigentlich relativ nah, aber trotzdem sehr, sehr, sehr schön. Und weil mal gefragt worden ist, ob es auch einen Papa gibt, gibt es natürlich. Unbefleckte Befruchtung ist ja eher was für Josef und Maria. I'm waiting.